Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Mafia 2, die dritte Aufnahme, und ich nehme auch ganz stark an, dass es wohl die letzte sein wird, denn so wie ich das hier durchgezogen habe in den letzten beiden Aufnahmen, glaube ich, dass es nicht mehr so viel an Story jetzt geben wird, was kommt. Die Sache sieht nicht gut aus für Vito und Joe. Wir müssen immer noch das Geld auftreiben, dass wir Bruno, dem Geldleiher, zurückzahlen können. Und vielleicht sollten wir versuchen, einfach mal ein paar ausgestopfte Füchse zu verkaufen. Da scheinen die Leute ja drauf zu stehen hier. Wo haben wir den denn her? Gut, ziehen wir uns erstmal was an. Hemd mit Hose, okay, das haben wir ja, glaube ich, gekauft mal. Ansonsten haben wir hier das Made Man Pack. Gut, wenn ihr wollt, dass ich den Freizeitanzug anziehe, dann ziehe ich den auch mal an. Habe ich den gekauft? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich ihn irgendwann mal gekauft. Jedenfalls hat Joe irgendeinen Plan, wie wir das Geld auftreiben können. Und da unten wartet er auch schon auf uns. Wollen wir doch mal schauen, ob die Sache diesmal ein bisschen runder läuft als beim letzten Mal, als Henry mit seiner tollen Idee ankam, Koks zu verticken, wo von vornherein eigentlich klar war, dass das nur schief gehen kann. Na, mal schauen. Was ist denn das für ein Schlitten? Ja, die hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren nach Greenfield. Bist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, hä? Huh? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Gut, machen wir uns auf den Weg. Ich hätte ja gern meine ganzen Klamotten und Anzüge, die ich vorher mal hatte. Fahr nach Greenfield. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt alles weg sein muss unbedingt. Na gut, was soll's. Okay, aber sag mir jetzt, was Sache ist. Wir fahren dahin, knallen den Typen ab und fahren weiter. Ist ein Kinderspiel. Warum? Es handelt sich um einen Gefallen für eine Familie aus einer anderen Stadt. Eddie hat mir diesen Umschlag mit Anweisungen gegeben und gesagt, es muss sauber ablaufen und auch heute über die Bühne gehen. Warum macht das die andere Familie nicht selbst? Eddie sagte, sie haben lang gebraucht, um den Mann zu finden. Jetzt haben sie Angst, dass er wieder untertaucht, wenn es nicht gleich erledigt wird. Hier, ist ein Foto von ihm. Was hat er angestellt? Er hat seine Familie beim FBI verpfiffen. Dann hat er es nicht anders verdient? Moment mal. Wenn er mit dem FBI kooperiert, dann steht er vielleicht immer noch unter Polizeischutz. Ist doch egal, wir kriegen ein paar Riesen für den Job. Also ist es das Risiko wert. Wie du meinst. Hey, wir brauchen im Moment jeden Penny, den wir kriegen können. Nach diesem Job sucht jeder von uns sich was anderes. Okay. Da steht, wir sollen ihm eine Nachricht übermitteln, bevor wir ihn mundtun. Hier. Hier ist sie. Okay, ich hab's. Und hey, kein Wort über gestern zu Eddie. Wir waren nie dort. Das letzte Schlitzauge, mit dem wir zu tun hatten, hat gebratenen Reis geliefert. Kapiert? Ist doch klar. Hältst du mich für bekloppt? Darüber beraten die Geschworenen noch. Wollte nur sicher gehen, dass du keinen Schnitzer machst. Also ich weiß ja nicht, wer hier bekloppt ist. Wenn, dann wohl doch eher Joe, oder? Und das habe ich ganz vergessen. Stimmt ja, wir müssen ja noch Tommy fertig machen. Das wird dann wohl diese Aufgabe jetzt sein, diese Mission. Tommy D'Angelo, der Hauptcharakter aus dem ersten Teil, muss uns noch zum Opfer fallen und ja, das ist eine ganze Zeit, ne? Also, mir tut es ja ein bisschen leid, aber ich meine, er ist ja im ersten Teil schon gestorben, von daher ist es ja eigentlich egal jetzt. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Oh, warte mal, ja. Lieber die Laterne als das Auto. Die gibt schneller nach. So, also wenn ich mich recht entsinne vom ersten Teil, hat Tommy da in einem Haus gewohnt, in einem Einfamilienhaus, schön mit Garten, und war gerade dabei, seinen Garten mit Wasserschlauch zu bessern. Wir gucken mal kurz da drüben. Ja, das sieht auch stark nach Häusersiedlung aus. Hey, das ist doch gleich bei uns um der Ecke hier. Also da, wo wir mal gewohnt haben, bevor die tollen Iren kamen und uns dann unbedingt die Hütte abfackeln mussten. War unterwegs kein Unfall. Ja, fast. Fast unfallfrei. Da bin ich mal sehr gespannt. Also, wenn ich mich recht entsinne, war Tommy gerade dabei, seinen Garten zu wässern, als er dann mit einer Schrotflinte erschossen wurde. Ich kann mich aber nicht mehr so gut dran erinnern, muss ich zugeben. Und es kann ja auch sein, dass sie jetzt dann doch ein paar Änderungen noch vorgenommen haben. Fahr doch mal bitte weiter, du blöder Bulle. Weil sie noch ein paar Änderungen dran vorgenommen haben, um es irgendwie effektreicher zu machen oder so. Keine Ahnung. Ist ja durchaus möglich. Erfolgung von Rasa aufgenommen. Ach nee, komm schon. Und mal schauen, ob da noch irgendein Geleitschutz für diesen Polizeischutz. Eigentlich dürfte das ja nicht der Fall sein. Ich fahre mal kurz weiter. Ich weiß, dass wir hier hinten abbiegen müssen, aber ich will erstmal
wollte erst mal den Bullen loswerden. Strafzettel zahlen ist nicht so mein Ding, ist das? So. Eigentlich war da ja kein Polizeischutz, zumindest in dem Video damals. Da vermute ich, dass jetzt eigentlich auch keiner sein dürfte. Vielleicht ist das eine ganz kurze Mission hier. Das ist durchaus möglich. Weißt du noch, was du sagen sollst? Mal schauen. Ja. Gut, dann kann's ja losgehen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Oh, Tommy. Ich glaube, das ist genauso wie am Ende des ersten Teils. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri bestellt schöne Grüße. Sorry, Tommy. Ich sagte, oh, du hast dich zu früh. Siehst du die Jungs da drüben? Scheiße, was ist das los? Zieh weg hier. Wir haben einen Fettungsbeleg. Wir fahren dann mal, ne? Sofort, verdammt! Okay, haben wir jetzt also im Nachhinein dann die Bullen als. Ja, stand tatsächlich unter Polizeischutz. Ach, das sieht Eddie ähnlich. Unwichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln. Ja, das Abschütteln ist nicht so das Problem. Okay, bring mich nach Kingston. Da steht ein Wagen von mir. Aber werden das Geld? Ja, hätte ich fast vergessen. Eddie hat im Voraus bezahlt. Hier ist dein Anteil. Yay! 3000, Wahnsinn. So, wo müssen wir denn... sagt mir das doch, dass ich in die andere Richtung muss. Okay, ich muss mir übrigens angewöhnen, nicht mehr so rumzuschreien, weil bei dem anderen Mikro, das war weitaus weniger empfindlich, da musste ich immer so schreien, damit das überhaupt dann vernünftig rüberkommt im Let's Play. Oha, sorry, wenn man jetzt die Erschütterung gehört hat, ich habe gerade aus Versehen gegen den Tisch getreten. Ja, das muss ich mir erstmal wieder abgewöhnen, dass ich nicht mehr so schreie. Gut, und wir fahren natürlich voll in die falsche Richtung, das heißt, wir fahren jetzt den Bullen wieder komplett entgegen. Ich meine, es ist zwar super, dass wir denen jetzt entkommen sind, aber sowohl wir als auch unser Wagen werden gesucht. Da bringt es nicht so viel, wenn wir denen jetzt entkommen. Zumindest auf Dauer gesehen. Aber gut, fahren wir erstmal nach oben, um Joe zu seinem Wagen zu bringen. Und dann müssen wir uns auf eigene Faust durchschlagen. So, dreht er wohl um? Nee, der bleibt einfach stehen. Ich hab gehofft, dass er umdreht und wir dann einfach durchziehen können. Aber zumindest haben wir ein kleines bisschen Geschwindigkeitsvorteil, weil wir halt eher losgefahren sind, oder? Warum hatte der denn hinten das Heck offen? So. Uiuiui, die Kiste schwimmt aber ganz schön bei der Geschwindigkeit. Halt! Gut. Ich muss nur mal kurz schauen, aber Krähenfüße gibt es offenbar noch nicht hier. Da fahren wir mal einfach weiter und hoffen, dass die uns nicht hinterherkommen. Scheint ganz gut zu klappen. So, einmal ums Eck. Unerkannterweise, fast unerkannterweise. Ah, verdammt, da kommt uns auch mal einer entgegen. Natürlich, gerade wo wir in der Nähe vom Klamottenladen sind. So, ich gehe mich trotzdem jetzt mal umziehen. Für den gepflegten Mann! Ja, keine Zeit für gepflegte Schuhe. Wow! So, lass mich mal rein hier. Was? Du bist mich verarschen, was geht denn hier ab? So, können wir uns jetzt mal in den Laden reinschlagen hier. Was ist denn das für einer jetzt hier eigentlich? Kannst du mir mal sagen, warum er sich jetzt mit mir prügeln will hier? So, ich bin gleich tot, ich weiß. Das ist ein bisschen ungünstig. Fuck, dankeschön. Was war das für einer? Ich versteh's nicht. Wo kam der jetzt her? Was wollte der von mir? Ich sagte, aber diesmal können wir gleich in die richtige Richtung fahren. Scheiße, los, los, los. Nichts wie weg hier. Wir haben ein Tötungsdelikt. Tatverdächtiger ist bewaffnet. Ich bin Agent Cox. Brauche Verstärkung im Greenfield. Alles klar. Sofort, verdammt! So, diesmal fahren wir gleich in die richtige Richtung und dann läuft das hoffentlich ein bisschen glatter. Eddie ähnlich, um wichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln.
So, Joe, dann schieß doch bitte mal nach hinten raus, um die mal loszuwerden hier. Ich glaube, ich hätte gerade links rum gemusst, oder? Na gut, egal. Zumindest fahren wir ungefähr in die richtige Richtung. So, ich würde gerne eigentlich die Garage da hinten nutzen, aber der Bulle, der ist... Ah, shit. Scheiße, das war knapp. Okay. Ah, ich muss jetzt mal weiterfahren. Verdammt. Da steht ein Wagen von mir. Das Geld? Ja, hätte ich fast vergessen. Eddie hat im Voraus bezahlt. Hier ist dein Anteil. So, okay. Wir drehen mal. Ich weiß nicht, passt das? Der Bulle fährt ja da drüben auf der Parallelstraße, aber es scheint noch zu reichen, dass er uns nicht sieht. So, weg da. Ah, komm, scheiß drauf. Was? Der Kerl ist ausgerastet. Schaltet ihn aus. Oh, Leute. Roger. Das ist doch nicht zu fassen. Die sind aber auch wie die Heuschrecken hier, die Bullen, ne? Wenn man da mal ein paar Sterne mehr hat, dann sind die echt unglaublich penetrant. So. Das ist nicht zu fassen, das ist schon der nächste Wagen wieder. Okay. Wir müssen aber zeigen, dass wir können hier am Steuer. So, einfach mal auf die Tube drücken. Eigentlich ist es nur eine Glücksfrage, also dem Bullen zu entkommen ist nicht das Problem, es ist immer nur eine Glücksfrage, ob dann um die nächste Ecke nicht dann wieder der nächste kommt, einfach. Ach, Typ. So, jetzt aber. Klamottenladen. Oh, rein in den Laden. Los, 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 los. Los, lauf. Gut. Ich habe genau das Richtige für Sie. So, was kaufen wir denn mal? Ich weiß es nicht. Hier, nehmen wir mal den. Warum nicht? Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ach klar, was soll's. Ist jetzt zwar nicht unbedingt meine Farbe, aber Hauptsache wir sind wieder ein bisschen... Kommen Sie hier. Joe? Gibt's dich auch noch? Ah ja. Was? Alter! Geht's noch? Der ist so krank, der Junge. Ey, wir sind inkognito. Also ich zumindest. Hat er keine Waffe hier? Ich weiß es nicht. Na gut, dann... Wisst ihr, dann hat Joe halt die Arschkarte gezogen. Ist mir jetzt egal. Muss er jetzt damit leben, wenn er hier rumballert, dass er gleich wieder Bullen am Hals hat? Ich schnapp mir jetzt irgendeine Karre hier und dann ist mir das alles egal. So, hier. Die unauffälligste von allen. Ich wollte schon immer mal mit so einem fahren hier. Okay. Ist ja niedlich, die Hupe. Gut, wir sind inkognito und jetzt sollten wir eigentlich keine Probleme mehr haben, hier irgendwie durch die Gegend zu kommen und Joe abzuliefern. Ja, war jetzt eine kurze, schmerzlose Angelegenheit mit Tommy. Ist eigentlich ein bisschen schade, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können, finde ich. In irgendeiner Art und Weise. Keine Ahnung, wie genau. Aber ich fand es eigentlich schön, dass der Bezug mit da ist zum ersten Teil, aber es ist halt dann letztendlich doch bloß so eine winzige Randnotiz. Das lohnt fast gar nicht, das mit einzubauen. Ich weiß auch nicht. Na gut, von mir aus. Es wirkt halt ein bisschen deplatziert, finde ich. So, da sind wir. Hier ist nochmal dieselbe Karre, wie es scheint. Ich weiß gar nicht, warum wir die eigentlich nicht beschädigen durften gerade. Bisschen komisch. Okay, viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Komm zu mir nach Hause, wenn du es hast. Okay, bis später. So. Ich steige auch mal aus und nehme mir dann die Karre hier, weil ich nehme mal annehme, genau, Joe nimmt sich die andere. Ach, er nimmt sich gar keine, von mir aus. Platza! Geh doch mal aus dem Weg. Also irgendwie ist die KI von den Leuten total bescheuert. Die springen einen immer wieder vor die Karre. So. Jetzt aber. Los geht's. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Natürlich, einmal ans andere Ende der Stadt. Fahr zu Derek und erkundige dich, ob er Arbeit für dich hat. Na super. Ist das wenigstens eine Stellstraße? Man hofft's. Man hofft's. Okay, machen wir uns auf den Weg. Als ob wir nicht schon um Minuten gefahren wären. Ich muss sagen, das ist doch so ein kleiner Kritikpunkt, habe ich auch bei anderen gelesen. Also die Stadt ist ja jetzt nicht riesig. Wenn man das mit GTA vergleicht, mit den modernen GTA-Teilen, ist die Stadt ja wirklich nicht riesig. Ich schätze sie von der Größe her okay,
aber es ist wahnsinnig viel herumgefahren und unglaublich wenig Inhalt dafür, dass die Stadt so groß ist eigentlich. Man kann nicht viel machen, ist halt nicht allzu interaktiv, ne? Muss man mal feststellen. Und da hätte man sich durchaus ein bisschen mehr einfallen lassen können. Aber so eine richtige Kritik werde ich dann am Ende mal abgeben, das aber schon mal so zwischendurch, muss ich mal so anmerken. Ja, passt, passt. Zählt nicht als Unfall. War nur angetitscht. So. Dann sind wir zumindest schon mal wieder auf der anderen Flussseite. Und müssen uns bloß dann da unten durchschlagen. Nee, mitten durch die Innenstadt hier ist ja Wahnsinn. Ich hatte gehofft, dass wir hier wenigstens eine Schnellstraße irgendwie nehmen oder sowas. Warte mal. Achso, wir fahren ja noch drauf. Okay. Auch wenn die Wege ein bisschen verschlungen aussehen. Ich muss sagen, in Lost Heaven habe ich mich auch besser zurechtgefunden als hier in Empire Bay. Ich weiß nicht warum. Vielleicht lag es auch daran, dass ich Mafia 1 halt schon mal gespielt hatte und dadurch irgendwann die Erinnerungen wieder hochkamen daran, wo man hier hinfahren kann. Aber irgendwie habe ich da ein bisschen besser durchgesehen als hier. Ich weiß nicht. Es war irgendwie übersichtlicher. Ich weiß gar nicht, ob die Stadt dort kleiner war. War ja auch nicht so klein eigentlich, ne? Wenn ich es recht bedenke. Aber doch, wenn ich dran denke, wie wir hier mich verarschen, du hast mich da gar nicht sehen können. Wenn ich dran denke, wie man hier mit Hochgeschwindigkeit über den Highway jagt, dann wird die Stadt doch schon ein bisschen größer sein hier, als das noch in Lost Heaven der Fall war. So, ich fahre mal hier weiter, das war natürlich der falsche Weg. Aber unten fährt Bulle lang, von daher war es vielleicht gar nicht so schlecht. Ach du Scheiße. Was? Oh Gott. Oh Gott. Es gibt nur zwei Ausfahrten auf diesem Rundweg. Ist ja schrecklich. So, da muss ich mal kurz hier wenden. Halt! Oh, diese Karre überströmt so wahnsinnig. Ja, die Reifen waren damals halt auch noch nichts, ne? Die haben keinen besonderen Grip, sind aus keinem besonderen Gummi hergestellt, der eine ordentliche Haftreibung hat. Oder Rollreibung, wie auch immer. Beides wichtig. Da wundert es nicht, dass die Karren dann so unglaublich durchdrehen und so am Abschmieren sind. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon überhaupt luftgefüllte, doch wahrscheinlich schon, luftgefüllte Reifen sind oder doch eher mit Vollgummiüberzug über Holz. Keine Ahnung. Aber ich glaube, da waren sie dann doch schon luftgefüllt. Waren doch schon Pneus. Pneus. Wie heißt das? Pneu heißt das, oder? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aber ich würde jetzt rein vom Sehen her Pneu sagen. Einfach weil ich auf Französisch geschult bin aus der Schule. Und ein EU eher als Ö deutet. Na gut, egal.